Herzlich willkommen zu SHK TV Markt. Installateure können jetzt Eigentümer in puncto Modernisierung optimal bei der Fördermittelmaßnahme beraten. Der Staat und zahlreiche Institutionen geben Zuschüsse zu Sanierungsprojekten dazu, besonders zu Heizungsmodernisierungen. So bietet die KfW-Bank Zuschüsse an und es gibt Geld aus dem BAFA-Marktanreizprogramm. Auch die Modernisierungsaktion des Instituts für Wärme- und Öltechnik Deutschland Macht Plus unterstützt die Sanierer. Experten des IWO-Fördermittelservices ermitteln die maximal mögliche Fördersumme, übernehmen auf Wunsch die Formalitäten bei der Antragstellung und stellen als KfW-Sachverständige die notwendigen Nachweise aus. Auch über Fristen informiert der Service. Weitere Informationen dazu finden Sie unter der eingeblendeten Adresse. Ob direkt messend in Neuanlagen oder für die Nachrüstung in Tauchhülsenanlagen. Dank seines intelligenten Fühlerkonzepts ist der neue Wärmezähler Integral V Ultralight Pro der Almes GmbH flexibel einsetzbar. Die standardmäßige Programmierung auf hohe Abtastraten ermöglicht die genaueste Verbrauchserfassung auch in Heizungsanlagen mit stark schwankenden Temperaturen. Über den Almes Mietservice lässt sich der Wärmezähler auch für 5 Jahre mieten. Immobilienbesitzer können die Kosten für die moderne Technik über die jährliche Heiz- und Wasserkostenabrechnung auf ihre Mieter umlegen und auch Fachhandwerker profitieren vom risikofreien Konzept, denn seine Rechnung begleicht direkt Almes. 1972 kam das erste Pressgerät weltweit auf den Markt, entwickelt von Novopress. Das HFP1, damals noch betrieben mit einem hydraulischen Antriebsaggregat. 45 Jahre ist dies nun her. Dieses Jubiläum hat das Neusser Unternehmen kürzlich mit seinen Kunden gefeiert. Inzwischen werden die Pressgeräte bei Novopress natürlich nicht mehr mit einem Aggregat, sondern mit integriertem Hydraulikantrieb und ausdauernden Akkus betrieben, wodurch sie leistungsstärker, leichter und handlicher geworden sind. Die neueste Generation verfügt zusätzlich über ein Funkmodul, mit dem das Gerät kabellos mit einer App verbunden werden kann. Die Deutsche Energieagentur und das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie haben Anfang Mai offiziell den individuellen Sanierungsfahrplan für Wohngebäude auf den Berliner Energietagen vorgestellt. Damit kann man die Ergebnisse der Energieberatung erstmals bundesweit einheitlich darstellen. Der Fahrplan kann freiwillig von Energieberatern genutzt werden. Es erleichtert den Arbeitsalltag, da es den Beratungsablauf systematisch strukturiert und das aufwendige Verfassen und Gestalten von individuellen Ergebnisberichten entfällt. Stattdessen übernimmt die Bilanzierungssoftware automatisch die im Programm eingegebenen Daten. Mehr Informationen zur Software und ihrer Verfügbarkeit gibt es unter der eingeblendeten Adresse. Das neue Bodensystem Arco Shower Floor kombiniert maximale Flexibilität in jeglicher Hinsicht. Fläche, Neigung, Leitungen, Oberfläche, Abdeckung mit hoher Stabilität und schneller, einfacher Montage. Das neue Arco Shower Floor Duschbodensystem ermöglicht den Aufbau des Duschbodens ohne Estrich. Das innovative System enthält bereits das notwendige Gefälle für einen Duschboden. So kann rein mechanisch sehr schnell und gewerkeübergreifend gearbeitet werden. Das Arco Shower Floor Duschbodensystem ist erhältlich für Punktlösungen, aber auch für Linienentwässerung. Es ermöglicht jetzt einen noch flacheren Einbau und noch schnellere Einbauzeiten durch innovative Schnellverstellfüße. Zudem ermöglichen die patentierten Ecken des Shower Floors die feste Positionierung in der Aussparung. Das war SHK TV Markt. Morgen geht es hier mit unseren Nachrichten weiter. Bis dahin, tschüss!